Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute soll es ums Trading gehen. Das heißt, ich möchte euch heute mal zeigen, wie ihr im Moment viele Coins machen könnt, was ihr für Sachen beachten müsst. Das ist so ein bisschen ein random Video. Also ich möchte wirklich heute mehrere verschiedene Sachen ansprechen und einfach euch ein paar Tipps mitgeben und da eben euch zeigen, wie ihr die meisten Coins im Moment machen könnt. Und falls ihr solche Videos auch sehen wollt, wo ich euch einfach auch so mal Tipps gebe, jetzt nicht nur einen Sniping-Filter oder so zeige oder eine Trading-Methode, sondern wo ich einfach auch ein bisschen mehr kleinere Themen anspreche, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Ich persönlich würde das sehr, sehr gerne öfter machen und ich werde es wahrscheinlich auch öfter machen. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch schon direkt beginnen mit dem ersten Punkt. Und zwar seht ihr hier auch schon, dass ich auf der Transferliste 9 verkaufte Objekte habe. Und da fällt euch auf, dass fast alle aus der Serie A sind. Und das liegt natürlich daran, dass jetzt gerade die Serie A SBC rausgekommen ist, also die Calcio A SBC. Und da sind die Spieler jetzt natürlich erheblich in die Höhe geschossen. So, was habt ihr jetzt natürlich zu tun? Ihr könnt einerseits die Spieler snipen, andererseits könnt ihr sie natürlich auch aus eurem Verein verkaufen oder die Spieler erbieten. Ihr könnt die SBCs auch teilweise machen, die sind echt rentabel. Also ihr habt gesehen, ich habe 2 gemacht. Die habe ich beide für 12k bekommen und habe jeweils ein 25k Pack bekommen. Also fürs Team of the Year würde ich euch das auch empfehlen. So ein kleiner Tipp am Rande. Und ja, also wir schauen uns hier jetzt eben an, wie viel die Spieler wert sind. Also er zum Beispiel 1300 habe ich für 550 Münzen ersniped vorhin im Stream. Den habe ich auch für 550 ersniped. Den habe ich auch für 550 ersniped. Alle Spieler hier habe ich für 550 Münzen ersniped, die aus der Serie A sind. Da habe ich natürlich einen erheblichen Gewinn gemacht. So. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie dieses Sniping-Filter genau geht. Und zwar geht ihr hier natürlich einfach auf die Calcio A. Und dann ist es wichtig, dass ihr nicht alle Spieler sucht, sondern wirklich eine Position bzw. eine Reihe. Also Verteidiger, Mittelfeld oder Stürmer. Wenn wir hier so schauen, dann sehen wir, okay, wir könnten jeden Spieler für 550 Münzen verkaufen. Allerdings, wenn wir hier so snipen würden, dann würden wir keine Karte bekommen. Die sind dann immer instant weg. Also so schnell könnt ihr eigentlich fast nicht snipen. Deswegen würde ich euch empfehlen, einfach auf die Verteidigungsreihe zu gehen oder Mittelfeldreihe oder halt eben auf die Stürmerreihe. Die Torwerte könnt ihr eigentlich außer Acht lassen und was ihr dann macht, ihr sniped einfach so. Ihr solltet euch natürlich nicht verdrücken, so wie ich, aber ja Leute, den Trading-Tipp habe ich vorhin im Stream natürlich auch gemacht und der ist unfassbar gut angekommen. Die Leute haben mir reingeschrieben, dass es gut bei ihnen funktioniert und deswegen dachte ich mir, zeige ich das im Video jetzt auch nochmal. Hier fast einen für 500 bekommen. Ihr müsst natürlich schon wirklich schnell snipen, also wenn ihr da irgendwie Probleme mit eurem Internet oder so habt, dann solltet ihr diese Methode nicht machen, sondern eher andere Methoden ausprobieren. Und am besten ist es im Normalfall, wenn ihr Spieler für 550 Münzen bekommt, denn die werden am wenigsten gekauft, denn die meisten stellen den Filter auf 500 oder so, ja, den hätte ich eh nicht bekommen. Deswegen ist es eigentlich am besten, wenn ihr Spieler für 550 Münzen bekommt. Ihr könnt natürlich auch auf 600 hochgehen bei dem Filter und ja, da natürlich dann euren Gewinn abholen. Ich schaue jetzt gerade nur, dass ich da mal eine Karte bekomme, ich verdrücke mich leider viel zu oft. Das liegt daran, dass das Ganze ein bisschen leckt und ich ein bisschen unfähig bin. So, jetzt haben wir einen für 500 Münzen bekommen und da schauen wir dann auf den Preisvergleich und sehen, der gute Mann kostet einfach mal 1000 Münzen circa. Ihr könnt ihn jetzt natürlich reinstellen für 900 Münzen oder so. Da würde er instant weggehen. Ihr könnt ihn aber auch für 1100 Münzen reinstellen. Das heißt, ihr habt nochmal 200 Münzen mehr Gewinn und in dem Fall hätten wir jetzt 600 Münzen Gewinn mit einer einzigen Karte, ohne die EA-Gebühren noch abgezogen zu haben. Also circa 550 Münzen, wenn man die EA-Gebühren abzieht, reiner Gewinn. Das heißt, wir haben unsere Coins mit dieser Karte einfach mal verdoppelt und so leicht kann eben Trading sein. Das Ganze könnt ihr wirklich die ganze Zeit machen und ihr bekommt da schon viele Spieler. Mit ein bisschen Glück kostet so eine Karte dann halt auch direkt mal 2.000, 3.000 Münzen. Das hatte ich vorhin im Stream auch und das war einfach nur unfassbar. Vor allem, wenn Silberkarten kommen, ist das meistens dann noch besser, als wenn Goldkarten kommen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal auf die Mittelfeldreihe und lassen den Sniping-Filter genauso, wie wir ihn hatten und versuchen da jetzt eben Karten zu bekommen. Ihr seht, es sind die Spieler sehr schnell weg, vor allem die Goldkarten, ja. Aber wenn da so eine Silberkarte kommt, auf die wird nicht so hart geachtet und die kann man dann eher bekommen als diese Goldkarten. Wichtig ist beim Snipen auch immer, dass ihr hier ein bisschen was verstellt, damit ihr nicht blockiert werdet vom Transfermarkt und so einen Mini-Bun bekommt. Da könnten wir runtergehen auf 500, mache ich jetzt aber mal nicht, wir probieren es so weiter. Es ist nicht ganz so leicht, wie ihr seht. Es machen auch nicht ganz so wenige, aber ihr könnt da teilweise pro Karte einfach unfassbar viele Coins machen. Und den werden wir bekommen. Ja, genauso ist es. Berami haben wir bekommen für 550 Münzen. Wir gehen auf den Preisvergleich und sehen, der gute Mann kostet wie viele Coins?
ich schätze mal so ein 1K oder so, ja, ein bisschen weniger, 850. Und den stellen wir auch wirklich für 850 rein. Wir gehen da nicht runter auf 700 oder so, denn die werden verkauft. Die Leute bauen die SBCs, bauen die mit dem Preisvergleich, das heißt, die bauen die Spieler im Dream Squad, gehen dann nur auf den Preisvergleich, sehen den für 850 und nehmen den einfach mit. So, nächste Karte für 500 Münzen, das ist nice von Udinese. Und da schauen wir auch nach, was der Wert ist. Kostet auch 1000 Münzen, also so leicht kann Trading sein. Ihr seht es dauert schon ein bisschen, bis man die Karten bekommt. Also man muss schon ein bisschen sich beeilen, man muss schnell snipen. Aber wenn man dann was bekommt, dann hat man seine Coins im Normalfall verdoppelt. Hier eine Karte für 550 Münzen, der ist aber glaube ich nicht allzu viel wert. Wir schauen mal rauf auf den Preisvergleich. Ja, der kostet nur so 750 Münzen, aber immerhin trotzdem 200 Münzen Gewinn mit dieser Karte. Und Silberspieler sind am besten im Normalfall. Das könnte ein guter Snipe gewesen sein für 550. Ja, okay, ist doch leider nicht so viel wert wie erwartet. Können wir für 800 Münzen reinstellen und ich würde sagen, ja, nehme ich nicht mit natürlich jetzt. Das ist eher aber, glaube ich, der, den ich gerade schon geholt habe. Das ist so ein Transfermarkt-Bug, so ein Fehler, dass die Karten dann trotzdem noch angezeigt werden. Hier eine Karte für 450 Münzen. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall einen Gewinn von, ja, auch wieder die Coinsticker verdoppelt. Stellen wir auch für 800 Münzen rein. Macht es einfach mal. Glaubt mir, Leute, man kann hier unfassbar gut Gewinn machen. Stürmer, Mittelfeld und Verteidiger einfach snipen und da könnt ihr dann Gewinn rausholen. Ich probiere jetzt einmal noch eine Karte zu bekommen, weil es mir einfach verdammt Spaß macht, da Coins zu machen, beziehungsweise diese Sniping-Filter immer auszuprobieren und da eben, ja, teilweise richtig gute Pulls zu bekommen. Es ist halt wirklich so ein Glücksspiel, weißt du? Du weißt nicht, ob du jetzt mit der Karte 200 Münzen oder 2000 Münzen Gewinn machst und das finde ich halt verdammt spannend am Snipen. Man braucht halt, wie gesagt, gutes Internet, aber ansonsten ist das nicht allzu schwer für 400 Münzen. Ich habe nicht drauf gedrückt, ja, perfekt. Der wäre was wert gewesen, glaube ich. Wie gesagt, Silberkarten sind dann doch oft mehr wert, weil die halt natürlich nicht so häufig im Umlauf sind wie die ganzen Goldkarten. Goldkarten werden aufgrund der Packs natürlich viel, viel häufiger gezogen. Babaka bekommen wir und den bekommen wir wahrscheinlich nicht. Das wäre nämlich ein besserer Pool gewesen für 350. Babakar kostet im Moment, ja, 700 Münzen, okay, das ist kein nicer Pull gewesen. Ich würde sagen, eine holen wir uns noch, und zwar eine Silberkarte. Deswegen stellen wir hier auf Silber um, gehen hoch auf 600 und nehmen uns den mit. Okay, der war jetzt schon ein bisschen länger drauf, aber könnte trotzdem ein bisschen was kosten. Ja, immerhin, ihr seht es, 1000 Coins. 1000 Coins bekommen wir für den und das stellen wir einfach mal so rein. Also Leute, probiert diesen Filter unbedingt aus, er wird euch viel Gewinn bringen. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles zu Calcio A. Also snipen unbedingt und unbedingt eure Spieler verkaufen, die ihr halt im Verein habt. Also wir gehen jetzt da nochmal rein. Ich habe jetzt schon fast alle natürlich verkauft. Am besten natürlich Bronze- und Silberspieler. Aber ihr seht, Bronze- und Silberspieler habe ich schon alle verkauft. Und ja, dann müsst ihr da halt einfach schauen, was ihr da so habt, was wert ist. Bastos zum Beispiel könnte was kosten. Ja, ihr seht es, die kosten halt alle wirklich unfassbar viel. Der kostet so 1500, stellen wir direkt rein. Und wirklich, wenn eine Karte so, weiß ich nicht, für 1000 Münzen zu haben ist, stellt die für 1200 rein. Also immer ein bisschen teurer, als sie eigentlich kostet. Und da müsst ihr dann einfach nur eure Spieler abgrasen und wir stellen jetzt mal alles wieder neu rein. Wir haben noch was verkauft und zwar direkt den Simi. Und zwar haben wir den ja gerade jetzt für 600 Münzen bekommen und schon direkt für 1000 Münzen verkauft. Jetzt lädt das Ganze, weil es neu angeboten wird. Die Server sind zurzeit ein bisschen überlastet, merkt man auch. Ja, jetzt hier sehen wir, dass wir den für 1000 Münzen verkauft haben. Innerhalb von wenigen Sekunden, ja, einfach so 300, 400 Münzen Gewinn gemacht. Und ja, ihr seht es, es funktioniert gut. Das ist noch eine andere Methode, und zwar sind das Rare-Spieler, die ihr einfach überteuert verkauft. Die Methode mache ich ja in letzter Zeit unfassbar häufig. Die machen wir ja auch im Stream immer. Das sind einfach solche Spieler. Die kauft ihr für 650 bis 700 Münzen und stellt ihr dann einfach für diesen Preis hier rein. Ja, das ist verdammt leicht und das machen wir jetzt auch noch kurz. Also ich entferne hier mal alles und dann zeige ich euch diese Methode. Also wie gesagt, heute ein bisschen was anderes, ein bisschen mehr verschiedene Methoden. Und zwar müsst ihr da unbedingt in Top-Ligen gehen. Das heißt, in die Top 5 Ligen. Mit der BPL geht es im Normalfall am besten. Dann macht ihr den hier, macht 650 Startpreis und dann bietet ihr einfach auf die Karten. Am besten ist es, wenn sie 7 Verträge und 99 Fitness haben. Wenn das nicht so ist, ist es auch nicht so schlimm, aber es wäre natürlich, wie gesagt, von Vorteil. Und ihr seht hier, für 650 Münzen kann man fast jede Karte erbieten. Ob man sie wirklich bekommt, ist eine andere Frage, aber wir werden ja eh gleich sehen, für wie viel wir diese Karten bekommen werden. 650 für einen Gabbiadini können wir mal bieten und diese Karten stelle ich dann einfach für 1000 bis 1300 Münzen auf den Transfermarkt. Wichtig ist, dass ihr nicht alle Karten für denselben Preis reinstellt, also nicht jetzt alle für 1300, sondern dann einen für 1000, dann den nächsten für 1400, dann den nächsten für 900, dann vielleicht mal einen für 1200. Also wirklich verschiedene Preise anwenden, damit die Leute nicht checken, dass das eure Spieler nur sind, weil
Das könnte nicht von Vorteil sein dann. Das Ganze geht natürlich auch mit der Ligue 1 zum Beispiel, mit der Bundesliga. Das Ganze ist wirklich nicht schwer durchzuführen. Ihr seht hier, die Spieler sind wirklich günstig und sie verkaufen sich dann teilweise echt überteuert, weil die Leute diese Spieler für SBCs brauchen, weil sie die in ihrem Team einbauen wollen oder weil sie einfach damit selber traden wollen und sich einfach mal verschauen oder so. Es ist einfach leicht, wie man hier Gewinn machen kann. Und diese Methode mache ich ja andauernd im Stream. Also jeder, der die Streams schaut, der sieht, dass ich diese Methode andauernd mache und wir machen so viele Coins damit. Und ihr seht hier, wir haben direkt viele Spieler bekommen. Die stellen wir jetzt entweder rein oder wir behalten sie im Verein. Denn seltene Spieler könnten wieder steigen, wenn zum Team auf die hier passende SBCs kommen. Es war ja jetzt in den zuletzt so, dass diese 81 plus SBCs da waren, wo man eben 11 seltene Spieler brauchte. Wenn das wieder der Fall ist, wenn so SBCs wiederkommen, dann werden die seltenen Spieler wieder alle auf ca. 900 bis 1000 Münzen ansteigen und deswegen wäre es auch eine Option, in diese Karten einfach zu investieren. Also wenn ich jetzt einfach den hier mache und die Karten speichere, die ich noch nicht habe, dann ist das sicherlich nicht dumm. Also würde ich euch auch raten, das vielleicht zu machen. Und ja, einfach hier reinstellen für 1000 Münzen zum Beispiel, dann mal den Kouyaté, der nur 5 Verträge hat, leider für 1100 Münzen. Und das ist die Trading-Methode. Und da, wir haben alle Karten bekommen, auf die wir geboten haben. Also im Moment geht das gut. Wie gesagt, am ehesten, beziehungsweise das mache ich eigentlich immer so, immer wenn ich so Spieler biete, dann mache ich erstmal den hier, also alle in den Verein. Und die stelle ich dann rein, wenn die seltenen Spieler wieder mehr kosten. Das ist ein leichtes Investment und das ist auch wirklich nicht teuer. Und da könnt ihr halt keinen Verlust machen, weil die Karten ja sowieso Abschlusspreis 600 Münzen haben. Also ist da nicht wirklich viel Verlust gegeben. Und ja, dann würde ich sagen, war das auf jeden Fall jetzt mal das mit der Calcio A. Also zuerst mal, dass ihr eben die ganz normal snipen könnt. Ihr könnt sie auch aus eurem Verein ganz normal anbieten oder auf die Karten auch ganz normal bieten. Dann eben diese überteuert verkaufen Methode mit den seltenen Spielern. Wie gesagt, aber sowieso alle Karten immer überteuert verkaufen. Das würde ich euch empfehlen. Dann gehen wir weiter mit den Top-Partien. Und zwar solltet ihr da unbedingt eure Spieler verkaufen. Das habe ich jetzt auch im Stream gemacht. Hab da noch einige Coins rausbekommen. Top-Partien sind im Moment Sevilla, Betis, Toluca, Guadalaya, Turin, Bologna und Victory gegen Coast. Und da vor allem bei diesen kleinen Mannschaften, da sind die Spieler meistens viel, viel mehr wert. Sevilla-Spieler und Betis-Sevilla-Spieler sind nicht so stark gestiegen, dafür aber eben von diesen kleineren Mannschaften. Also eher diese SBC und diese SBC. Dazu geht ihr einfach in euren Verein und schaut nach, ob ihr Spieler von diesen Mannschaften habt. Und wenn ihr welche habt, dann müsst ihr die unbedingt verkaufen, außer ihr macht diese SBC natürlich. Und ja, das ist eigentlich auch schon das Thema hier bei diesem kleinen Trading-Tipp. Aus der Hyundai League habe ich eben schon fast alles verkauft, wie ihr seht. Also die Karten sind leider nichts mehr wert, weil die einfach zu niedrig geratet sind. Also da seht ihr, die sind nicht wirklich was wert. Auf der Transferliste hatte ich vorher aber ein paar, die ja einiges gekostet haben. Und dann war noch die Bancoma MX mit diesem Verein eben. Da habe ich eben nichts mehr, leider habe ich auch schon alles verkauft. Und ja, diesem Verein. Also ihr müsst einfach nur so, genau so wie ich jetzt, in den Verein reingehen und schauen, ob ihr was habt. Ich hatte einen Linksverteidiger, den habe ich für 800 Münzen verkaufen können von dieser Mannschaft von Toluca. Und da habe ich auch natürlich schönen Gewinn gemacht. Also immer auch, Leute, allgemein ein Trading-Tipp, immer bei den Top-Partien reinschauen. Und wenn ihr sie nicht macht, dann eben unbedingt verkaufen eure Spieler. Und ja, auch aus der Liga dann natürlich, also hier zum Beispiel dann auch aus der australischen Liga und nicht nur diese Mannschaften. Und ja, ein Thema haben wir dann noch, und zwar geht es hierbei um ein Investment, welches ziemlich gut ist im Moment. Und zwar ja, könnt ihr eben, wie gesagt, zum Beispiel in seltene Spieler gerade gut investieren, funktioniert sehr, sehr gut. Ihr könnt auch wieder in 83er investieren, dazu werde ich aber in einem anderen Video noch was sagen. Also da das Thema sprechen wir in einem anderen Video nochmal genauer an. Aber im Moment kann man gut in Informs investieren, denn die sind nicht so viel wert im Moment. Und zwar, wenn wir hier raufgehen, Spezial, seht ihr, dass ich einige Karten geholt habe und in ein paar Leute investiert habe. Zum Beispiel den Donka, Braithwaite und ja, den Donka und Braithwaite. Die anderen, genau, die anderen Spiele habe ich auf die Transferliste gepackt. Ich dachte mir gerade, wo habe ich die hingetan, aber da habe ich auf der Transferliste, können wir mal reinschauen, wo da die Informs kommen. Genau, dann nochmal ein Dendonka, habe ich für 12.000 Münzen gekauft, habe ich jetzt für 15.000 reingestellt, das wäre ein Gewinn von 3.000 Münzen. Wieso habe ich das so reingestellt? Das ist einfach überteuert verkaufen mit Informs, geht auch manchmal ganz gut, also der verkauft sich halt nach 10, 20, 30 Stunden erst, aber er verkauft sich, deswegen ja, müsst ihr da Geduld haben, wenn ihr das machen wollt, überteuert verkaufen mit Informs geht gut. Andererseits ist es halt auch ein Investment, weil ein 82er Inform früher oder später sicher wieder über 15k hochgehen wird und dann wird der halt aufgekauft. Und ich hatte halt keinen Platz mehr im Verein, deswegen habe ich ihn einfach mal reingestellt. Consigli hatte ich noch im Verein, habe ich jetzt auch mal reingestellt. Und da habe ich noch den Nkolu, das ist auch ein gutes Investment, habe ich auch für 12.000 Münzen geholt. Habe ich für 17.000 reingestellt.
Im Stream haben wir nämlich auch einmal einen für 16.000 verkauft, so einen Inform. Snodgrass ist auch ein gutes Investment, kostet nur 10,5k und ist halt ein 81er Inform. Wenn eben diese Team of the Week SBCs wieder kommen sollten oder wenn andere SBCs kommen, wo man Informs braucht, Team der Woche Spieler, zum Beispiel eben beim Team of the Year, ist es sehr wahrscheinlich, dass da SBCs kommen. Und dann werden diese Spieler eben steigen. Deswegen würde ich euch raten, schon zu investieren, denn für 10k so einen Inform mitzunehmen, da könnt ihr nicht wirklich was falsch machen. Deswegen würde ich da schon investieren. Und ich würde sagen, wir holen uns auch direkt noch so einen Snodgrass und packen den in den Verein, genauso wie einen Nkulu, den wir uns holen werden. Also wir gehen hier rauf, 10.000 Münzen, vielleicht bekommen wir einen. Ja, leider nicht. Ich glaube, der ist sogar ein bisschen gestiegen schon. Ja, 10,75, also 10,57 nehmen wir mit, packen wir in den Verein und damit hat sich das Ganze. Da müsst ihr dann halt einfach nur immer auf die SBCs achten, wenn eben eine SBC da ist, wo die Bedingung ist, okay, ihr braucht einen Informspieler, dann checkt eure Informspieler ab und schaut, ob die gestiegen sind. Informspieler mit höherem Rating sind natürlich begehrter als die mit niedrigerem Rating, das ist aber auch klar, weil man dann natürlich nicht so viele 83er und 84er verwenden muss, wenn man schon einen hochgerateten Inform hat. Nkulu ist mir gerade ein bisschen zu teuer, muss ich sagen. Eine andere Option wäre noch Quagliarella. Den habe ich für 16.000, glaube ich, verkauft gehabt damals. Ja, für 10,5 nehme ich jetzt mal mit. Ist auch ein 82er Inform, 7 Verträge, 99 Fitness. Und den packen wir jetzt auch einfach in den Verein. Ich hoffe einfach, dass der über 15, 16k steigen wird und dann werde ich ihn wieder verkaufen. Und ja, ihr seht hier, eine Karte hat sich auch direkt verkauft. Und zwar ja, dieser Spieler hier aus der Hyundai A-League, also auch eben wegen den Top-Partien. Spielt zwar nicht bei dem Verein Victory oder Coast, sondern ja, ist einfach nur in der Liga, wird aber gebraucht, weil er ein halbwegs gutes Rating hat. Und deswegen ist er halt eben für 1.100 Münzen weggegangen. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Video. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, mal ein bisschen was anderes, ein bisschen mehr labern, ein bisschen mehr, ja, mehrere Themen ansprechen. Nicht nur ein Thema pro Video, sondern direkt mal jetzt eben 4 Stück zum Beispiel. Ich habe auch noch weitere Dinge, also weitere Themen, die man unbedingt angesprochen haben sollte. Da geht es teilweise um die MLS. Worum geht es da noch? MLS habe ich noch. Dann habe ich noch, noch ein weiteres Investment und ja, eben solche Themen. Und ja, zum Team of the Year habe ich auch noch ein bisschen was, aber das, vielleicht mache ich noch einen dritten Teil zum Team of the Year, mal schauen. Ich weiß noch nicht, ob ich das zusammenkriege. Dann Community Team of the Year und so. Da gibt es noch einige interessante Themen, über die ich mit euch reden möchte. Und das wird auf jeden Fall in den nächsten Videos folgen. Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns beim nächsten Stream oder Video. Ja, habt auf jeden Fall immer High Hopes. Checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab, falls ihr Bock habt, euch irgendwie eine PSN-Card oder so zu holen. Wir hören uns, haut rein und ciao!